We talked about how a measurement system looks like. Okay. Stopp mal nochmal. The sensitivity or Empfindlichkeit in Dutch. In German, of course. The sensitivity. Hello there! Righty! Hello there, it was written, hello there. But, hello Hans. I forgot to. Happening, right? This is the recording, why not? T scale, of course, temperature scale. That's it. Hey, hello. Think, Hans. I'll make it like this. It's the name of the parameter. The the parameters are already prepared. On this side, I wanted to mount. One moment, please. Jetzt kann man es zwar nicht mehr lesen, aber es ist formal korrekt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Hörst? Red weiter. Jetzt bringe ich das Ganze nur auf den gleichen gemeinsamen Nenner. Das heißt, da drüben habe ich an. Habe ich hier irgendwo was vergessen? Nein. Sonst nirgendwo was vergessen? Sicher. Wieder Zell brauchen. Plus C2 mal Z3. Ich sag das nicht kompliziert. Schönen Strich gemacht. Hörst du denn da los? Hängt der Tisch? Das ist. Ja, einfacher wird es nicht. Ja. Ich habe gesagt, das ist einfach. Ja. Jetzt, wenn ich das gelb hinschreibe, kann man das überhaupt lesen? Schauen wir mal. Gelb. Hier steht gelb. Entschuldigung. Und grün. 230 Volt Nennstrom. Nennspar. 230 Volt Nennspannung natürlich. Ja. Zum Beispiel. Ja. Aufgezeichnet habe. Was ist denn da los? Jetzt hängt der Tisch oder was? Das letzte Mal haben wir gesprochen über Schutzisolierung. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Schutzmaßnahmen ist unser Thema. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Schutzmaßnahmen ist unser Thema. Na? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Schutzmaßnahmen ist unser Thema. Genauer gesagt, es geht um Person. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Hallo und herzlich willkommen. Jetzt aber. Dann ist es der U. So würde das ausschauen. Nebenschlussmotor. Und jetzt mache ich es nur mal, weil jetzt gefällt es mir nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über die Gleichstrommaschine. Elektrotechnik habe ich vergessen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Gleichstrommaschine ist unser Thema. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Gleich. Ja, wie gesagt, dieser Schalter hier ist ein elektronischer Schalter, dass es nicht kaputt wird. Aber das geht schon relativ flott. Flott. Ja? Das ist nichts mit. Und nichts mit. Das schaltet schnell, 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 schnell. Wie schnell? Hallo und herzlich. Natürlich habe ich einen Anförder drin. Jetzt mache ich da praktisch. Das ist ein Blödsinn. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über die Asynchromaschine. Elektrotechnik habe ich vergessen.
And this is the maximum error is influencing very much the result. Hello and welcome to a new video about measurements. This time we want an dem Südpol. Es ist natürlich falsch jetzt. Scheiße. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie an Videos über Elektrotechnik und zwar über die Synchronmaschine. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, die Synchron. Hello and welcome to a new video. Hello and welcome to a new video about measurements. This time we are going to talk about how to transfer and... Beim Generator ist natürlich umgekehrt, da wird mechanische Leistung zugeführt. So, das Ding schon. Mein Gott, Hans. Ja. So schaut das aus. Bin mir jetzt nicht sicher. Sehr auf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Wande permanent. Wo ist es? Wo ist der richtige Zettel? Hier. Wanderpermanentmagnet. Haben wir dazwischen ein bisschen einen Stift dabei. So, jetzt sind wir dabei. Wanderpermanent interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Ja. US mal IS mal Cosinus Phi. Jetzt habe ich wieder hinschreiben. Mein Gott, Heinz. Ja. Das US mal... Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, die an... Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Synchronmaschine ist unser Thema. Ist es nicht. Habe eine Stillstandszeit. Das und eine Periodendauer. Ja, also das ist der Test. Oder? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Synchronmaschine. Hallo und herzlich... dass das gerade leuchtet. Hello and welcome to a new video about measurement. This time we're going to talk about signal transfer. Was ist das? Elektromagnetische Verträglichkeit. Sind das zwei Dioden, die sich gerne haben? Ja? Meine elektromagnetische Verträglichkeit ist wirklich gut für dich. Ich stehe auf infrarote Elektroden. Nun, was ist die elektromagnetische Verträglichkeit? Was vertragt sie da oder was vertragt sie da nicht? Ja? Sind das zum Beispiel zwei Dioden, der eine zur anderen sagt, oh, ich glaube, unsere elektromagnetische Verträglichkeit ist wunderbar. Mir gefallen Ultraviolett-Dioden. Hm? Nein, natürlich nicht. Ja? Das ist ja nichts anderes eigentlich wie, wo ist der Stift? Da ist der Stift. Den ich will. Wie J. Klar, im Moment muss ich mehr ändern und jetzt sage ich so ein Blödsinn. Jetzt mache ich es einfach fett, zack, zack. Ist nie anders da gestanden. Yeah. I didn't want to show you something. Hello. This time, yesterday, I learned something which I should think, right? Again, such a video where I made something stupid. Why are the blurry glasses? Because they melted. I faced the fire, faced the heat and I melted my glasses. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serienvideos über Elektrotechnik und zwar über Leitungen und Kabeln. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie an Videos über Elektrotechnik und zwar über Transformatoren. The errors are too heavy. Yeah? They are too massive. And so man, some engineers. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Transformatoren.
Hallo und herzlich willkommen bei zu einem neuen Video über Elektrotechnik-Transformatoren sind unser Thema. Lassen wir das? Also current signal, so I have a current source here. I'm thirsty. Hello and welcome to a new video about measurement. This time we are still doing... Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Transformator. Elektrotechnik. Und da gibt es eben technische Anschlussbedingungen. Da steht ja alles Mögliche drin. Ja. In Deutschland heißt das TAP, technische Anschlussbedingungen. In Österreich heißt das TAEV, technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an öffentliche Versorgungsnetze mit Betriebsspannungen bis 1000 Volt. Irgendein Unterschied muss es sein. Ne? Also technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an öffentliche Versorgungsnetzen mit Betriebsspannungen bis 1000 Volt. Ja, ich schreibe nur dazu, ich schreibe jetzt nicht aus, weil das ist ja Wahnsinn. Österreich. Hello and welcome to a new video about measurements. We are still talking about amplifiers. So, pause. Hello and welcome to a new video about measurement. Hello and welcome to a new video about measurement. Hello and welcome to a new video about. Remember this device here? This is a Blödsinn. Hello and welcome to a new video about measurement. We're talking about measure. This is actually Hello and welcome to a new video about measurement. This time we are talking about another method, how to level measurement. Hello and welcome to a new video about measurement. Welcome to the show. My God. Banana. So here's the tube. Boah. Must be an old tube because it really has already some dents. Beast. For producing an echo. Alright? So sometimes the surface is simply not enough to produce an echo, and this means hello and welcome to a new video. Das richtig auch noch schreibe, sind alle glücklich, auch die Deutschlehrer. Das geht auch. Und die nächste Schleife, die wir uns ansauen, was müssen wir noch ansauen? Ja? Hemd habe ich schon angesaut. Anschauen werden. Die nächste Schleife, die wir uns ansehen werden. Manchmal, ich möchte nicht sagen, es ist egal, aber man kann sagen, es ist wurscht. Oder Bobil. Oder irgendwas dazwischen. Manchmal ist es einfach wirklich egal.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Programmieren. C-Sharp programmieren wir. Programmieren wir. Hallo und herzlich. Weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe oder ob ich es in Zukunft noch erwähnen werde. Deswegen sage ich es jetzt. Kein großer Fan. Haben wir in der Anwendung gesehen, wie mehr den Sinal. Und jetzt stoppe, weil jetzt ist ja der volle Blödsinn passiert. Diese Sachen erkannt und sagt, das ist ja wirklich. Und das liefert true zurück. Liefert true. Jetzt. Ja, egal. Ja, hallo. Ich bin in TVI. Meinen Namen müsste ich schon richtig schreiben. Scholowski. Bitte Scholowski. Servus. Autor Heinz Peter Scholowski. Manchmal macht's komische Sachen. Passt. Hello and welcome to a new video about my. This should be sufficient. Heinz Peter Scholowski. Welchen Operationsgrund wieder reinkommen, ist Bobidl. Ja? Wurscht. Egal. Komplett. Ja, weil wir wissen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren. Wir sind. Experimentieren ein bisschen herum. Wie wir diese ansprechen können. Nein. Für dieses Mal reicht's. Ja? Well, Digital Technology. Hello and welcome to a new video. Hello and welcome to a new video about digital technology. Hello and welcome to a new video about digital technology. 0000111111111. Sounds stupid? If you do it, I suggest to do it in your head, huh? And not speak it out loud. Hello and welcome to a new video about symbols available. I dropped my pen. From Dezimal to Hexadecimal? Das rauskommt. Now I managed to speak it out. Yeah. So let's say we both must be zero. This should happen. Missing a pen. Here it is. This black pen is working significantly better than this one. Gone. We're talking about simplifying Hello and welcome to a new video. It's already English, it's a Blödsinn. So, das Label brauche ich das nicht, sondern das brauche ich im Text. Ja? Mein Gott. Heute ist es noch früh, glaube ich. Eine Ausrede ist nie schlecht. 25.05. 11.15 Uhr. Es ist gar nicht mehr so früh. Schön war das nicht. Hello and welcome to a new video. Ach, schon wieder Englisch. Ich denke, da sollten wir das aus langen Fingen. Ja. Ich finge, es ist genug für dieses Video. Ist es genug? X4. This was wrong, right? Ach, so wurscht. Jetzt habe ich den ganzen Scheiß gemacht. Und habe einen Förder drin. Außen geht's viel zu.
Mir gefällt es nicht. Heute gefällt es mir nicht mehr.